Ich glaube, Bionik und Nachhaltigkeit in manchen Hinsichten, das passt gut zusammen, aber es ist nicht unbedingt das Gleiche. Aber ich denke, heutzutage jede Art von Entwicklung soll diese Nachhaltigkeit Konzept und Nachhaltigkeit Aspekt haben. Warum Bionik hat sehr oft die Nachhaltigkeit Aspekt? Weil biologische Evolution sorgt in der Regel für Ersparnis der Energie, für Ersparnis des Materials. Und deswegen, viele biologische Lösungen sind tatsächlich auch nachhaltig. Natürlich, wir berücksichtigen das, aber im Grunde genommen, unsere primäre Mission ist zunächst, ungewöhnlichen Ideen aus der Natur zu nehmen. Und ob dann später die Nachahmung nachhaltig ist, das ist noch eine große Frage, weil wie Natur diese Systeme baut, das ist schon in der Regel nachhaltig. Aber ob wir das industriell schaffen, diese Strukturen auch nachhaltig zu bauen, das ist noch eine große Frage.